gerade eine kleine Korrektur zu lösen. Das ist natürlich ein. Kann das sein? Hier, Primo, genau. Das ist der große Mann. Das Bett hat man mir nicht zu tragen.
Jutta spricht noch. Also, wie bitte? Aber das war im Zug. Nein, da entschuldige ich mich ganz herzlich dafür, dass da irgendwelche falschen Bilder entstanden sind. Hoffentlich nicht in den Köpfen. Ich hoffe, Sie haben das richtig verstanden. Und nicht in den Herzen. Das wäre schade. So. Es wird so sein, dass nach den 3-4 Worten, die ich sage, je nachdem die Lage ja sehr entspannt ist und sehr sommerlich und sehr feierlich, einmal zeigen wollen, eigentlich nur so, obwohl die meisten von euch oder von Ihnen das erkennen, wie das hier im Herbst so zugehen kann. Und wie wir heute halt dann eben ohne real existierenden Kastortransport, wie wir normalerweise damit umgehen, das heißt, Frank wird nachher noch ein paar Worte dazu sagen, wenn ich fertig bin, bekommt er das Mikro in die Hand und sagt dann ein, zwei Töne dazu. Und dann können wir oder Sie sich mal in die Rolle versetzen eines Menschen, der eine Kette durchfließen will. Die werden wir natürlich stellen, also wir werden nicht die real existierende Kette nehmen, die da drüben sich postiert in grün, sondern wir werden selber eine Kette bilden und Frank wird euch dann